So, damit herzlich willkommen zurück. Und wer jetzt gehofft hat, dass wir jetzt direkt zu den Top 4 gehen, der muss bekloppt sein. Und zwar richtig bekloppt, ja. So richtig strohdumm einfach. Weil für die Top 4 sind wir einfach noch viel zu schwach. Das heißt, wir haben jetzt uns. Wir haben jetzt ein paar starke Pokémon, ne? Hier unten die ganzen 50er und oben halt Smetbo. Smetbo sollte schon fast reichen. Aber hier, ne, Lavados, Zapdos und Arctos sind definitiv zu schwach. Die würde ich vorher gerne noch ein bisschen trainieren. Von daher gehen wir jetzt nochmal von hier oben. Ne, jetzt waren wir ja hier in den Pokémon-Dixon, das heißt, wir können hier immer wieder zurückfliegen. Das heißt, wir können jetzt hier auch mit ruhigem Gewissen das Rätsel versuchen zu lösen. Hallo, danke. Und jetzt nochmal quasi in die Höhle und trainieren ein bisschen. Das wird jetzt also wieder eine Trainingsfolge. Mal gucken, ob die nächste Folge auch wieder eine Trainingsfolge wird. Muss ich gucken. Müssen wir erstmal irgendwo hinkommen, wo Pokémon sind. Hier zum Beispiel. Level 36. Achso, ich soll natürlich auch meine Pokémon tauschen vorher. Ah gut, dann mach du mal. Pokémon. Wen trainieren wir zuerst? Ich würde mal sagen, einfach der eine nach. Also. Arctos, der hat doch schon ein paar Level. Machen wir den. Nein, die Status, ich wollte tauschen. Tausch. Dann trainieren wir mal alle Pokémon auf Level 70. Wenigstens. Mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Hoffentlich nicht allzu lange. So, dann müssen wir ganz kurz rausgehen. Tools. Thanks. Emulation. Maximales 10-fach. Würde ich doch fast so lassen. Na dann. Tritt am besten die Boxen runter, weil jetzt wird laut.
Fuck, wir haben ja gar kein Protect so mehr. Nö, ich brauch Stärke. Also für die sich gerade wundern, ich will jetzt mal gegen die ganzen Trainer kämpfen, weil die einfach mal mehr EP droppen. Aber dazu muss ich erstmal die Steine wieder bewegen. Das heißt, wir müssen erstmal. Dann nehmen wir hier, sag schon, Bieter Knopf doch raus und nehmen dafür wieder Kotex ins Team. Da muss ich hier kein Pokémon erstmal wieder Blut beibringen. Stärke. Pokémon ablegen, Kotexo. Bieter Knopf meine ich doch. Und mitnehmen drüber Kotexo. Hier war noch Trainer, oder? Ja, zu das zwei Stück gleich. Hallo? Manchmal ist dieser Emulator, der bricht einfach komplett ab. Was ist denn los? So, vielleicht hat er erstmal mit der Slipper nach vorne nehmen sollen. Die Trainerin möchte kämpfen. Trainerin setzt nur Fenster ein. Den haben wir ganz am Anfang, natürlich Arctos, der dagegen natürlich am effektivlosesten ist. Nehmen wir mal lieber Lavados. So, und dann nehmen wir mal direkt Feuerwirbel. Was? Gut, das letzte war jetzt komplett umsonst, egal. 400 EP gerade mal, Alter. Achso, weil ich ja wieder mit zwei Pokémon gekämpft habe gerade. Selbst das bringt uns nicht ein Level weiter? Mann, ey. Tja, das Pokémon hochzuleveln ist echt ganz schön schwer. So, was ist so für Pokémon? Wasser-Pokémon. Bringt eigentlich alles nicht viel.
Alter, ich regiere jedes Mal 2000 EP und tropfen Level die Pokémon kaum hoch. Alter Schwede, ey. Ich glaube, die Pokémon alle auf Level 70 zu bringen, das wird die neue Möglichkeit sein. Das wird echt eine Möglichkeit. Einfach vier Pokémon das gleiche Symbol haben. Ah, ja, ja, was machen wir denn da am dümmsten? Na gut, ich würde mal sagen, denn Achso. Aus der Höhle kann ich jetzt erstmal nicht mehr raus. Das heißt, ich muss manuell rauslaufen. Nein, da oben bitte. Ach komm. Na gut, machen wir jetzt mal für die Folge Feierabend. Nein. Alter, das da. Und dann bis zur nächsten Folge.